So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront. Wir sind mal wieder auf Hoth, denn dort ist Schnee und Leute, die wir abknallen. Und wir steigen diesmal ein als eins von Sturmtruppler her und wir nehmen mal die zweite Hand. Die hat nämlich einen Shull Imploder, einen Thermaldetonator. Shull Imploder sollten die Leute kennen, die Rogue One gesehen haben. Da kam der nämlich vor. Und wir schauen mal, ob wir ein paar... Der tötet Leute eher weniger. Da, ich zeig den mal. Da, der blendet Gegner, sorgt dafür, dass die nichts mehr hören. Und macht ganz nah, also wirklich nur minimal Schaden. Granaten kann ich. Au. Okay, da unten. So. Ja, Scan-Impuls ist immer nice. Apropos, da hat er mich dann mit dem Streugeschütz erwischt. Da hätte ich ein bisschen aufpassen sollen. So, Zeit für zurücklaufen. Wir haben die Oberhand, da hört ihr es mal. So. Was wollen die? Die wollen Granaten. Ich habe dann noch eine zweite. Nur zur Info. Fünf Gegner geblendet. Ergo, da hinten stehen fünf Gegner. Ah! Nicht... Oh. Werde umgebracht, kriegt einen Partner. Spawnt der? Ne, der ist noch nirgends. Arme Schwein. Spawnt der bei mir? Ist das? Ja. Okay. Ich habe das Gefühl, wir sollten mal ein bisschen flanken gehen. Wir versuchen dann nämlich alle gerade hart durchzupressen und mein Partner ist jetzt bei mir. Hier irgendwo da. Und das funktioniert nicht ganz so, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Fuck, der hat eine weitreichendere Waffe. Ah! Okay. Der hatte dieselbe Waffe, ich. Aber da hatte ich nicht so viel Chancen. Zeigen wir mal noch eine. Welche kann ich denn zeigen? Die hier hatten wir nicht wirklich lange. Was blockiert ihr denn hier den Weg? Ups, das waren meine Leute. Oh, und das da hinten ist ein Sniper. Das ist eine Granate. Das habe ich klug erkannt. Das ist eins Granate. Hier wäre vielleicht ein Sniper gar nicht mal so schlecht. So, das wird eins gute Granate, habe ich das Gefühl. Oder war? Hallo, kann ich vielleicht... Ah! Wir haben jemanden mit einem Shull Imploder getötet. Jetzt läuft es auf einmal recht gut. Ja, ja. High Ground ist doch nicht so OP, wie alle immer sagen. Spitzenspieler ausgeschaltet. Sexy. So langsam komme ich rein, ne? Und Sternkarten laden sich schneller auf. Ist ehrlich gesagt ein nices Merkmal. Kann man nämlich noch mehr Granaten-Spam machen. Hallo. Hallo. Ne, ich will nicht in deine Granate. Ne, ich bin in deine Granate. Erledigt sie. Auf der Karte kann man übrigens Snoke finden. Da wird auch schon gespoilert, wer der ist. Das verstehen jetzt leider nur die Leute, die... Das hat jetzt meinen ganzen Joke kaputt gemacht. Ja, aber egal. Wie gesagt, auf der Karte kann man Snoke finden. Der steht hier nämlich irgendwo. Vielleicht, wenn man ganz genau hinschaut, Snokes Hände und Arme und Beine sehen ja nicht normal aus. Die sehen so ein bisschen animiert aus. Es liegt einfach daran, Snoke ist dieser Schneejedi aus Episode 5, wo dem... Luke halt die Arme abgeschnitten hat, deshalb musste der sich nachträglich... Punkt. Spawn kriegt erstmal drei Schaden. Ja. Das kann man echt nur verspielt nennen. Schaut nicht um die Ecke, rennt um die Ecke. So. Machen eigentlich eine Menge Leute bei uns, habe ich das Gefühl. Gibt es hier Leute, die ich abknallen kann? Ja. Da hebe ich mir erstmal meine Blendgranate für den auf, mein Shull Imploder. Okay. Hallo? Okay. Ich wüsste gern, wer die da hinten da gerade alle weggelegt hat. Andererseits bin ich auch einfach nur froh, dass er in meinem Team ist. Okay. Ui, da muss ich rein.
Zwei Gegner geblendet, sexy. Okay. Alter. Die eigenen Leute blockieren einem immer wieder den Weg. Ja, okay. Ich unternehme ja schon was. Rette dem Typen da hinten den Anus, der nicht merkt, dass er gemiedet wird. Und renne um die Ecke und werf Granaten. Hey, ich habe jemanden damit erwischt. Geh mal sehen. Die war gut geworfen. Die ging tief rein. Was macht die da? Keine weiteren Fragen. So, schauen wir mal, ob wir vielleicht hier oben irgendwie was machen können. Sieht schon echt nice das Spiel aus. Vielleicht können wir hier irgendwie flanken. Wahrscheinlich werden wir gleich übelst weggerotzt. So, schauen wir mal. Kann ich hier vielleicht... Ich bin so witzig. Ich bin so funny. Ich bin so frisch. Erstmal zwei Leute weggenatzt. Ja, nice. Ja. Tag. Oh. Das war eins Volksversammlung. Und die mochten mich nicht. Ja, das war klug, bei meinem Partner zu spawnen. Ouchie. Oh, da jetzt so ein Thermaldetonator rein, das wäre... Da würde ich draufstehen. So. Ah, was kriegen wir denn Schönes? Umgebungsbombe. Okay, die hauen wir mal hier an die Wand. Da ist eine. Junge. Die gehört zu uns. Okay. Das ist eine cheeky Umgebungsbombe. Okay. Erstmal Granaten spammen. Und dann in den Rauch reinschießen. 10 von 10, beste Taktik. Sag mal. Ich glaube, bei dem Druiden hackt es nicht richtig. Von welcher Seite wird denn jetzt geschossen? Ah! Weißt du, auf einmal waren die auf der anderen Seite. Auf dem Highground natürlich. Hatte ich keine Chance. So. Dann schauen wir mal. Ja. Um den Partner erstmal rumgesprungen. Zack. Oh, da sind Gegner. Kann ich bitte... Cool. Mit einem Thermaldetonator. Ich will aber nicht erfasst werden. Und wieso verliere ich gerade Leben? Okay. 93 zu 84 steht's. Da oben war doch jemand gerade eben. Kannst mal schauen. Gegner geblendet, sehr schön. Ja, nice. Haben wir uns noch jemanden gegönnt. Alter, was krieg ich denn immer für Schaden? Ich raste aus! Da brennt immer irgendwas an mir. So, lass mal sehen. Spawnen wir noch für den besten Kill? Ja, Tupe. Machen wir ihn? Nein, wir machen den vorletzten. So, jetzt aber. Vielleicht machen wir auch noch den letzten, wenn wir ein bisschen dreist sind. Ah, ganz knapp nicht. Doch, den haben wir gemacht. Thermaldetonator. Sexy. Jo, da würde ich sagen, war das eine erfolgreiche Runde. Hat mir ein bisschen Spaß auf Hut. Und dann würde ich sagen, was ist erstmal vorerst von Star Wars Battlefront. Wenn ihr mehr sehen wollt, sagt's gerne. Das